Da will ich hin. Du stehst da, wo ich hinfliegen will. Ah! Magst du da kurz einmal weggehen, Junge? Genau da wollen wir gerade lang fliegen. Stell dich an die Seite ein bisschen, da ist cool. Danke. Merkst du das? Du hast mir den Scheitel rasiert gerade. Ha! Hast du gesehen? Ja. Ah, und da liegt er wieder. Da hinten kann man nicht mehr gucken, wo man runterfährt. Schade. Schöner Backflip. Ab in die Brennnesseln. Geht gut, aber die Strecke ist ein bisschen kurz. Bitte? Und hingefallen, oder? Ja. Das ist ganz übel. Da bin ich letztes Mal auch da vorne. Die grüne Kuhle, meinst du, ne? Ja, die kann man schlecht sehen. Ja, absolut. Da hast du recht. Die ist total gefährlich. Also ich habe meine Reifen gefunden. Die sind total genial. Die sind nicht so aggro und sie haben genug Wumms für einen Backflip. Und zwar sehr schön kontrolliert, das gefällt mir. Ich mag das ja, wenn Sprünge auf der Abwärtsseite der Rampe sauber und sanft aufsetzen. Ne? Das ist total schön. Entschuldigung. Ich filme dich mal ein bisschen. Mach nochmal. Hier rüber war gerade richtig schön. Das war genau das. Ja, ja, ja. Als ich das gesagt habe, ne? Ja. Kaputt? Oh. Hoffentlich. Ach du Scheiße. Ja, da können wir nicht weiterfahren. Ach Mist. Ja, das ist nur eine Schraube. Kein Defekt. Nur eine lose Schraube. Sehr ärgerlich. Also nein, eigentlich nicht sehr ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt nicht weiterfahren können. Ja, geht, ne? Kann man machen.
Vor allen Dingen kommt der auch mal durch, wenn man daneben fährt. Liegt aber gut auf der Straße, oder? Ja, sehr. Oh, magst du ihn rausheben? Ich gebe kein Gas. Dankeschön. Zu langsam. Was ist das denn? Mehr Power her. Aua. Was ist das? Der hat doch ein 17er Ritzel drauf, oder? Gott sei Dank habe ich einen Techno, ey. Mehr Power. Ups. Brennnesseln.
Macht man noch beherzt darüber, wa? Kann man da was anderes sein als begeistert? Nicht wirklich, oder? Ah! Wieso kommt er manchmal nicht aus dem Knick? Da fehlt dann doch Drehmoment, was? Autsch, autsch, autsch. Octave-Bumper jetzt, ne? Hätten sie auch noch alles gut aus? Mein neuer Stabilisator für die Heckaufhängung hätten, funktioniert auch gut, wie die 1. Und so macht man aus dem Käfer eine Becher-Karo. Funktioniert. Keine Risse, keine Brüche. Ja.